Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute gibt es wieder ein Unboxing und zwar geht es hier um das Mediabook zu dem Film Oldboy. Das Original, nicht das, ja, furchtbare Remake, könnte man so sagen. Ja, wie gesagt, es gibt ja ein Remake, ein amerikanisches Remake, was an sich ein guter Film ist, ja, aber halt niemals in die Nähe von diesem Original Oldboy kommt. Ja, Film erscheint hier wieder von Capelight Pictures. Mediabook wurde mir wieder zur Verfügung gestellt. Vielen, vielen Dank dafür, um euch das zu zeigen. Film wurde von Capelight ja schon öfters mal veröffentlicht. Mediabook, Steelbook, Ultimate Edition. Ich habe das auch alles hier. Ja, es gab ja hier diese schöne Ultimate Edition hier, wo halt, zeig's mal kurz, hier so ein Digi-Book mit Postern und allen möglichen Kram. Ich verlinke euch mal das Unboxing dazu. Ja, da war dann das Comic mit dabei. Ja, und halt hier dieses schicke Mediabook, was es damals dazu gab. Ja, dasselbe gab es auch als Steelbook von Capelight Pictures. Aber damals das Ganze halt nur Blu-ray und DVD. Ja, mit auch viel Bonus. Also wirklich eigentlich schon alles dabei, was das Herz höher schlagen oder schlagen lässt. Dann ist sogar eine 4K UHD erschienen, die konnte man sich hier so nachkaufen in so einem Pappschuber. Gab es denn auch mit dem Design alles, konnte man zum Beispiel die DVD rausnehmen und konnte dann die UHD dazugeben. Finde ich, ist eine sehr geile Sache. Ich weiß gar nicht, ob ein anderes Label oder das irgendwie sowas macht, irgendwie, dass man dann einfach da dort, wie gesagt, einfach die Discs nachkaufen kann, wenn man die haben möchte, ohne jetzt wieder komplett neu kaufen zu müssen. So, jetzt haben wir hier, wie gesagt, ein neues Mediabook, wie gesagt, mit der UHD 4K, alles dabei, Blu-ray enthalten und aber nicht. Nicht und aber nicht dieselbe UHD. Also wir haben hier nochmal neues Encoding, ja, von dem Dolby Vision Bild. Also ja, das Bild hat neues Encoding bekommen und wir haben deutschen Dolby Atmos Ton. Jetzt, ich zeige mal die alte, haben wir jetzt hier mit bei der UHD am Start. Wir haben hier auch ein neues Booklet, also der Text. Ja, ist jetzt, also im 24-seitiges Booklet, Text jetzt von Lukas Barwenzik, ich glaube, ich habe ihn richtig ausgesprochen, ja, ist jetzt hier mit am Start. Also wer den Film jetzt noch nicht hat, wer noch nicht die UHD hat, vielleicht kann sich jetzt hier, ja, dieses schicke Mediabook am 18. Mai erscheint es, holen. Oder wer jetzt sagt, ich habe jedoch schon das alte Steelbook, ich habe schon das Mediabook, die Ultimate Edition, der kann sich auch jetzt die neue UHD, also die gibt es gar nicht mehr hier zu kaufen, die neue UHD auch in einem Pappschuber kaufen und sich die dann in seine Edition packen, wenn er denn gerne die UHD, Dolby Atmos Ton und Dolby Vision und so weiter haben möchte, was ich eine geile Sache finde. Oder schreibt es gerne mal in die Kommentare, wie ihr das findet. Also ich finde das wirklich ziemlich, ziemlich geil. Noch was, es wird von mir auch in den nächsten Tagen ein Review zu dem Film geben, denn der Film ist auch von meinen 100 Movie Bucketlist Poster. Ihr wisst ja, ich mache ja diese 100 Filme, die man gesehen haben muss. Ja, und da ist der auf der Liste. Und ja, ich werde denn dort noch ein Review machen. Aber ich würde sagen, wir packen jetzt einfach hier mal das Mediabook aus und schauen uns das gemeinsam an. So, wie gesagt, die anderen Sachen verlinke ich euch nochmal unten. Könnt ihr euch gerne ein Bild von den anderen Editionen machen, weil die gibt es ja auch nicht mehr zu kaufen. Darum finde ich geil, wenn man denn sozusagen das Ganze nochmal neu veröffentlicht. So, dann haben wir hier die Folie ab, haben wir hier wieder den Schuber, schauen wir uns hier mal an. Wie gesagt, jetzt hier wieder ein bisschen Werbung. Ja, wie gesagt, demnächst erscheint hier noch Roadhouse, auch in 4K. Ja, am 1.8. wird es hier wahrscheinlich auch ein Unboxing geben vorher. Also, ja, sehr, sehr geil. Wir haben hier, wie gesagt, Oldboy, 4er Disc-Edition mit Dolby Vision Encoding. Erstmals mit deutscher Dolby Atmos Tonspur, über 10 Stunden Bonusmaterial. Also wirklich, ja, alles einfach, einfach alles. Also wirklich ein sehr, sehr geiles Rundum-Paket. Hier habt ihr nochmal die ganzen technischen Ausstattungen. Wie gesagt, muss ich jetzt nicht mehr zu sagen weiter. Ja, schauen wir uns mal das Mediabook an. Das haben wir jetzt hier in matt gehalten. Diesmal nichts gezeichnet und so weiter, sondern ein Foto aus dem Film. Ganz bekannte Szene hier mit dem Hammer. Oldboy hier in dieser Schrift, ja. Finde ich so sehr gut gemacht. Passt jetzt auch mehr so zu der Revenge-Reihe, ja, da sind ja auch so jetzt keine gezeichneten Covers, sondern so passt es dann sehr gut dazu, würde ich sagen, wenn man die anderen Filme noch hat. Rückseite denn hier, ja, auch gut, gefällt mir.
haben wir Oldboy zu stehen, ja, Ultra HD Blu-ray Disc und so weiter. Dann schauen wir einfach mal so das Ganze an. So, dann öffnen wir das Ganze mal. Dann haben wir jetzt hier die Disc. Dahinter ist eigentlich dasselbe Muster wieder. Wir haben jetzt hier die Blu-ray haben wir hier. Dann haben wir hier die UHD von den Filmen. Und wenn wir jetzt hinten gucken, haben wir dann hier eine Bonus Blu-ray. Und hier hinten auch nochmal. Ah, ich mach mal ab hier. Haben wir nochmal ein Oldboy, die Story, genau, auch noch den Bonus auch auf einer Blu-ray. Also wie gesagt, wirklich alles enthalten. Ja, Look natürlich jetzt hier auch wieder im Matt. Wenn außen matt ist, haben wir in das Booklet auch in Matt. Wie gesagt, jetzt hier ein völlig neu gestaltetes Booklet hier. Wie gesagt, mit neuem Text. Blättern wir mal schnell durch hier das Ganze. Ja, das war das Booklet. An sich wieder ein sehr, sehr schönes Mediabook. Es fässt sich wieder sehr wertig an. Ja, es ist wieder gut verarbeitet. Wie gesagt, was Bonus und alles weiter angeht, sind hier natürlich keine Wünsche offen sozusagen. Also ja, Vierer-Disc-Edition. Also da ist wirklich alles dabei. Und das ist wirklich ein absolutes Meisterwerk, dieser Film. Ja, wie gesagt, gibt es von mir jetzt gar nicht groß was weiter zu sagen. Wie gesagt, Covers und so weiter ist sowieso immer Geschmackssache. Aber wie gesagt, ist wieder gut verarbeitet. Typische Capelet-Qualität, was will man sagen. Übelst viel dabei. Ja. Ich finde es sehr gut, dass sie den Film nochmal rausbringen. Wie gesagt, die anderen Editionen gibt es teilweise alles gar nicht oder gibt es eigentlich so weit nicht mehr zu bekommen. Darum finde ich ganz gut, dass man das dann nochmal rausbringt und auch nochmal was verändert hat. Ja, und wie gesagt, für alle anderen, dass man die Discs im Pappschuber einfach nachkaufen kann, finde ich auch eine sehr, sehr gute Lösung. Finde ich wirklich, ja, gibt es von mir auf jeden Fall Daumen nach oben. Ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von dem Film haltet. Was haltet ihr von diesem Mediabook? Ja, was haltet ihr davon, dass es hier noch diese Disc nachkaufen könnt, wenn ihr das möchtet? Wie gesagt, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Ein Review wird in den nächsten Tagen folgen. In diesem Sinne soll es auch an dieser Stelle wieder gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao.